Ich glaube, was ich mir am meisten wünschen würde von der Menschheit oder von der Welt, von den Menschen erstmal, glaube ich, Bewusstsein, Achtsamkeit, nicht vorschnell zu urteilen, sondern wirklich Dinge auch zu hinterfragen und von mehreren Seiten zu betrachten. Und ja, als Zukunftsvision, ich fände es schön, wenn wieder mehr in Harmonie mit der Natur gelebt wird und nicht so sehr gegen sie. Ich bin mit Natur aufgewachsen. Ich habe meine Sommer barfuß im Garten verbracht und hatte dadurch eine enge Verbindung zur Natur, glaube ich. Das war so der Startpunkt. Und Natur ist sowohl ein Erholungsort, ich bin unglaublich gerne in einem Wald oder am Meer, fühle mich dann viel stärker Teil auch von der Natur, wenn sie so intensiv erlebbar ist. Und sie ernährt mich. Natur bringt Äpfel und Birnen und Kartoffeln und Kräuter und ich esse unglaublich gerne. Sie wird dann Teil von mir sozusagen, wenn ich sie zu mir nehme und hat dadurch eine immense Bedeutung für mich. Ja, wir gärtnern hier, größtenteils nach Regeln der Permakultur. Das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Bei Permakultur arbeitet man eben mit mehrjährigen Pflanzen besonders viel. Das heißt Bäumen und Büschen auch und Bodendeckern. Man stellt quasi einen Wald nach. So dass die Pflanzen, je nachdem, was für Bedürfnisse sie haben, die optimal erfüllt werden. Also es geht um Langlebigkeit, Langfristigkeit, dass man mehrjährige Kulturen zum Beispiel benutzt, wenn man gärtnert und nicht jedes Jahr den Boden wieder neu so stark bearbeitet, sondern eher auch mit Bäumen und Büschen arbeitet, Symbiosen sich überlegt. Dafür muss man viel beobachten, viel Zeit investieren, um zu verstehen, wie funktioniert die Natur, wie funktioniert mein Umfeld, so lokal, wo ich gerade bin. Eine Kräuterspirale ist ein sehr gutes Beispiel für Permakultur, weil es gibt verschiedene Bereiche auf einem sehr kleinen Raum. Meine Spirale ist aus Steinen gebaut und zieht sich so hoch quasi. Die Steine speichern die Wärme besonders gut. Es gibt verschiedene Bodenarten innerhalb der Spirale, vier verschiedene. Oben ist es besonders trocken, weil da so eine Drainage nach unten wirkt. Unten ist es sehr feucht, da sammelt sich das Wasser und je nachdem zieht man auch unterschiedliche Kräuter auf dieser Kräuterspirale. Also oben eher die mediterranen Kräuter und unten eher Pfefferminze zum Beispiel, sehr wasserfreudige Pflanzen. Damit kann man verschiedenen Pflanzen das Klima geben, was ihnen am besten gefällt und wo sie am besten gedeihen. Ich finde es total wichtig zu wissen, wo das eigene Essen herkommt und einen Bezug dazu zu haben, lokal zu essen auch. Das ist unglaublich gut fürs Immunsystem. Ich denke, für die Gesundheit insgesamt, sich mit seinem Essen mehr auseinanderzusetzen, mit seinem Körper, auf seinen Körper zu hören. Ich glaube, damit könnten viele Krankheiten auch bekämpft werden, würden gar nicht erst zustande kommen. Thank you.